ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, das Barockschloss Buchholz in Waldkirch. Während eines erbitterten Erbstreites, jahrzehntelang sich selbst überlassen. Lost Place ist eine Zeitkapsel für mich. Also da steckt viel Geschichte drin und dahinter. Wie wurde sich hier drin bewegt? Wer hat hier gelebt? Man hat irgendwie vielleicht das Kindermädchen vor Augen, das durchwuselt und vielleicht auch die Adelsfamilie. Man hat schon so ein, ja, man wird in eine andere Zeit zurückversetzt. Seit inzwischen mehr als 30 Jahren steht das Schloss leer. Mehrfach wurde anfangs eingebrochen, Wertvolles gestohlen, anderes zerstört. Was geblieben ist, sind Spuren des Vergessenen. Inzwischen gibt es neue Eigentümer. Sie haben Jasmin Seidel erlaubt, hier Fotos zu machen. Ein anderer wird sagen, oh mein Gott, was macht die da? Oder warum soll jetzt dieses Fenster, was morsches, schön sein? Aber für mich ist es einfach was Schönes. Das Schwarzwaldschloss von 1760 hat seine Ursprünglichkeit bewahrt. Es steht unter Denkmalschutz. Bald soll es saniert werden. Zuletzt lebte hier die Familie Marschall von Bieberstein. Herrschaftlich ging es zu. Hier Dienstpersonal aus dem Dorf. Und man merkt dann, wenn man so durch die Räume eben geht, oder hat man oft, oder ich zumindest, das Gefühl, eben da ist was, was man jetzt nicht greifbar. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich an Geister glaube, oder ich kann nicht sagen, dass ich jetzt denke, da eben die Geister von den Toten oder sowas, sondern einfach nur dieses Gefühl, irgendwie, da ist was zurückgeblieben von den Besitzern. Achtlos Zurückgelassenes. Die Zeit hat deutliche Spuren hinterlassen. Gelebt hat hier lange niemand mehr. Also das ist für mich so eine Verbindung einfach von Vergangenheit und Vergänglichkeit. Ich genieße das auch, weil es mir einfach diese Ruhe gibt. Das Erste wäre irgendwo durchbrechen. Das ist so das für mich mein Albtraum, also wirklich durch eine Decke durchzubrechen, durch eine morsche Holzdecke oder sowas. Man hat so eine gewisse Abenteuerlust. Das steckt schon mit ganz viel mit drin. Und es ist aber auch bei mir, also bei mir dreht sich hauptsächlich um die Geschichte der Orte. Also das ist das, was mich fasziniert und auch die Geschichte, einfach wie die Menschen gelebt haben. Die Bibliothek des Schlosses, als wäre sie gerade erst verlassen worden. Das ist natürlich sowas wie ein Checkpot. Gibt es relativ wenig. Es lässt auch auf jeden Fall das Herz höher schlagen, weil es beeindruckend. Also trotz des kleinen Raumes, finde ich, ist dieser Raum schon was Beeindruckendes. Und ich würde auch sagen, das Schmuckstück so ein bisschen von dem Haus. Natürlich ist man schon gespannt, was einem so hinter jeder Tür erwartet. Und man hat manchmal natürlich auch Angst, so nach dem Motto, ich öffne jetzt die Tür, was passiert. Raum für Raum bewegt sich Jasmin Seidel durch das Leben unbekannter Menschen. Auch wenn der Besitzer nicht mehr da ist, es ist trotzdem noch seine Privatsphäre. Das, was offen liegt, schaue ich an. Und das, was jetzt in der Kiste vergraben oder im hintersten Fach, das muss ich nicht alles ausräumen. Ich fotografiere das dann so, wie ich es eben in dem Moment vorgefunden habe. Der Verfall mit seinem fast morbiden Charme hat es ihr angetan. Gerade in alten Schlössern und Chateaus. Da ist Stille, sagt sie, die man sehen kann. Unglaublich, was Menschen zurücklassen. Und noch unglaublicher, was daraus werden kann. Ich finde es halt schön zu sehen, wenn die Natur sich Sachen wieder zurückholt und wenn das nicht von Menschenhand geschieht. Also ich bin ganz fasziniert von Fenstern, wo zum Beispiel die Hecke wieder reinwächst. Für mich ist das einfach so, dass wenn man die Natur machen lässt, dass dann auch wieder irgendwas passiert, ohne dass der Mensch eigentlich was dazu tun muss. Und so hat jetzt halt die Natur die Chance, sich so ein bisschen da wieder breit zu machen. Es ist eine völlig andere Welt, in die Jasmin Seidel auf ihren Touren eintaucht. Für sie ist das verfallene Schloss mit all seinen Relikten von damals ein Juwel. Und es gibt unzählige Lost Places wie diesen, die sie noch entdecken möchte.
Es ist der Zauber des Zerfalls, den Oliver Wiehl einfangen möchte. Einfach, wenn man so einen Ort betritt, dann bleibt einfach irgendwie die Zeit stehen und man ist in einer komplett anderen Welt. Mit der Geschichte im Kopf, das ist einfach irgendwie, das macht eine besondere Atmosphäre und die zieht einen einfach immer wieder in seinen Bann. Ja, das ist irgendwie atemberaubend und aufregend, ja. Die Charlottenhöhe bei Schönberg, abgeschieden, mitten im Schwarzwald. Einst eine der bedeutendsten Tuberkuloseheilstätten im Land. Seit den 1970er Jahren keine Klinik mehr, seit mehr als zwei Jahrzehnten endgültig sich selbst überlassen. Ich überlege mir immer, wie das früher ausgesehen hat, als es noch aktiv war und wie die Leute hier durchgelaufen sind und wie das in Benutzung war. Aus einer Zeit, als die damals unheilbare Volksseuche Tuberkulose noch nicht mit Medikamenten beherrschbar war. Benannt nach Königin Charlotte wurde sie 1907 eingeweiht. In der ehemaligen Volksheilstätte sollten gerade einfachere Leute wieder fit werden fürs Arbeitsleben. Heilsame staubfreie Luft, Sonnenlicht, sogenannte Liegekuren. Der jetzige Eigentümer ist verschollen. Dabei müsste er das denkmalgeschützte Gebäude eigentlich erhalten. So rottet es vor sich hin. Schon von außen schlägt einem massiver Verfall entgegen. Und doch schafft genau das den Reiz des Geheimnisvollen, wenn die Menschen gehen und die Natur kommt. Wie hier in der sogenannten Schimmelklinik bei Bühl. Eben, dass es noch so versteckte Ecken gibt, die einfach noch total unberührt sind. Und die zu finden, das ist einfach dann ein schönes Erlebnis. Und die mit der Kamera festzuhalten, das ist was ganz Besonderes. Historische Heilstätten, verlassene Krankenhäuser, wie hier in Föhrenbach. Für Oliver Wiehl haben sie eine besondere Ausstrahlung. Schicksalsorte. Also in Kliniken finde ich alte Betten sehr interessant oder alte Behandlungsräume. Das ist vielleicht die Steuerung von der alten Röntgenanlage. Es ist zum einen ein bisschen beklemmend, aber man hat auch Respekt davor, eben was hier geschehen ist und was die Ärzte geleistet haben und auch was die Patienten hier erlebt haben. Sowas findet man heute gar nicht mehr in den modernen Bauten vor und es ist einfach einmalig. Hier stehen noch die Namen. Frau Straub. Wenn man persönliche Dinge findet, kriegt man nochmal viel tieferen Einblick in die Geschichte von dem Ort. Was die Leute damals hatten und wie die Geschichte von den einzelnen Personen ausgegangen ist. Für Oliver Wiehl schönste Stillleben. Das ist ein ganz natürlicher Verfall, ohne Vandalismus. Und das findet man ganz selten heutzutage. Zurück auf der Charlottenhöhe. In der Szene kursieren Aufnahmen, wie es drinnen inzwischen aussieht. Ein einst unberührter Ort, mutwillig zerstört. Viele Erinnerungen inzwischen verschwunden. Also ich finde es echt traurig, weil es war ein echt schönes Gebäude und viele tolle Plätze und dass das jetzt alles so mehr oder weniger als nacheinander kaputt gemacht wird, das ist echt schade. Also macht einen schon traurig und wütend. Und ja, das ist oft so,
dass besonders schöne Orte von Vandalen zerstört werden. Und die Fotografen, die haben eigentlich so einen Kodex. Man lässt nichts zurück außer Fußabdrücke und nimmt nichts mit außer Eindrücke. Richtig schön, wie der Putz hier von den Wänden fällt. John, und da steht noch das Nachtkonsölchen. So ein Verfall lieb ich, wie der Putz da auf dem Bett liegt. Und das ist ein Lost Place. Genau das hier ist Endzeitstimmung. Das ist schon eine Spur weiter. Das Bett, wo mal jemand geschlafen hat, was regelmäßig gemacht wurde, steht noch da. Ja, wie einfach alles wieder in den ursprünglichen Zustand geht, bis irgendwann nichts mehr da ist. Für Viktoria Übach ein Traumhotel. Na, hier möchten wir doch gerne wohnen, oder? Das hat auf jeden Fall Flair für mich, sowas hier. Der Sessel, auf dem die halbe Wand liegt, das ist doch einfach geil, sowas. Genau das sind meine Motive. Richtig cool. Verfall, wie er ästhetischer kaum sein könnte für sie. Dieses Chaos von der Wäsche. Und letztendlich ist auch irgendwie der Haufen da so hingeschmissen worden und entwickelt sein Eigenleben. Hat ein bisschen was von der Titanic. Einst Luxus und dann... Ich mach quasi Urlaub in den Hotels, wenn keiner mehr da ist. Super, Allwaschmittel. Wahnsinn. Ein Riesenpaket, die Duschhandtücher, ja, was sie damals in die Zimmer getragen haben. Trotz den Jahren vom Leerstand liegt dann noch alles hier gefaltet in den Schränken. Das alte Schwarzwaldhotel, einst Erholungsheim für Gewerkschaftler, seit 25 Jahren allerdings kein Urlaubsdomizil mehr. Alte Fritteuse, bis 300 Grad. Pommes frites vergolden, 1 bis 2 Minuten. Der Pomp von einst, passé. Ein typisches Hotelschicksal im Nordschwarzwald. Die Alexanderschanze auf dem Kniebiss, eines der bekanntesten Höhenhotels. Solchen Orten mit der Kamera nachzuspüren, ist Viktoria Übachs große Leidenschaft. Ich habe mich eigentlich auch schon früher für Ruinen und so interessiert. Und irgendwann wurden es dann halt die moderneren Ruinen. Inzwischen leergeräumt, lässt sich nur noch erahnen, wie mondän die Hotelgäste in den 50er Jahren hier Urlaub machten. Die Zeit damals stehen geblieben. Auch im Kurhaus Sand ein paar Kilometer weiter. Das alte Jagdzimmer, authentisch wie vor 100 Jahren. Der unberührte Verfall ist für mich das Allerschönste. Ich habe schon Objekte gehabt, da waren Spinnenweben. Bis auf Gesichtshöhe hingen Spinnenweben von der Decke, wo offensichtlich war, dass wirklich Jahrzehnte niemand durchgelaufen ist. Hier ist die Kegelbahn. Ein bisschen sind das für sie auch Sehnsuchtsorte, deren Stimmung sie einsaugt. Unglaublich, wie sich die Natur alles wiederholt. Früher saßen hier Leute, hatten Spaß, fröhliche Kegelstunden. Und heute regiert der Schimmel hier. Ich find's gar nicht eklig. Wir denken immer, wir wären so die Spitze von allem in der Schöpfung. Aber die Natur ist irgendwo doch über uns. So Orte berühren mich schon. Kann mir relativ schnell vorstellen, wie es mal war.
Und hier der Ort hat immer noch so ein Geschehen, bringt er mit. Das ist genau diese Stimmung, die man in einem Lost Place eigentlich hat. Genau diese Stimmung. Das hier zu haben. Kein Stress. Das Knacken. Draußen zwitschern ein paar Vögel. Es ist einfach schön. Und so Orte haben auch definitiv irgendwie eine Seele. Was sich hier am Gewerbekanal in Waldkirch verbirgt, es ist ein Stück Zeitgeschichte. Für Jasmin Seidel imposante Zeugnisse einer jahrhundertelangen Tradition. Edelsteine wurden hier geschliffen. Man hat halt immer das Gefühl jetzt in dem Moment, wer saß da, wer hat da gearbeitet, wer hat das Geld für seine Familie verdient. Also das war ja früher schon so schwieriger oder einfach alles viel, viel anstrengender wie heute mit viel Technik, was ja heutzutage möglich ist. Und hier wurde halt auch gearbeitet und richtig so schweißtreibend. Und ich kann mir auch gut vorstellen, wenn man so stundenlang an so einem Schleifstein gelegen ist, dass das einfach nicht bequem war. 1825 gründet Kristallfabrikant Wintermantel die Edelsteinschleiferei in Waldkirch. Als letzte ihrer Art hat sie überdauert. Seit 60 Jahren stehen die Schleifsteine still. Für mich sind das die letzten Spuren vom alten Handwerk, was man nicht mehr heutzutage überall sieht. Und das ist dann auch mal schon sowas, wo einem wieder bewusst wird. Und was man oft vergisst einfach, weil man dran vorbeiläuft und denkt, ja, ein Ring mit Edelsteinen, aber was so dahinter steht oder früher eben dahinter stand, wissen viele einfach nicht. Diese authentische Atmosphäre will Jasmin Seidel einfangen. Ich denke dann immer, durch so Bilder kriegen die Menschen vielleicht noch mal so ein Bewusstsein wieder, wie wichtig auch sowas ist, wenn das noch so wie hier so gut erhalten wurde. Deshalb haben solche Orte für die Fotografin einen ganz eigenen Charme. Dazu gehören auch Industrieruinen, wie die alte Herdfabrik in Offenburg. Orte, die sie mit ihrer bizarren Ästhetik berühren. Das ist jetzt so ein Lost Place, der genau nach meinem Geschmack ist, sozusagen, weil einfach dieses alte, morbide, es ist eigentlich nichts mehr vorhanden und es ist eigentlich so kurz vorm Abbruch oder beziehungsweise auch je nachdem Einstürzen. Und ich mag das halt, wenn so die Natur sich wieder alles so zurückholt. Das ist so für mich dieser typische Lost Place-Charme einfach. Menschen und Maschinen, sie sind inzwischen verschwunden. Letzte Relikte einer inzwischen ausgestorbenen Fabrikantendynastie. Das Gefühl hier drin ist einfach, ja, es ist was ganz Altes und was ganz, ganz Vergängliches einfach, weil es jetzt wirklich schon hier so weit ist, dass man sagen kann, okay, da hat der Zahn der Zeit oder halt, ja, da hat es seine Spuren hinterlassen einfach und es ist was Besonderes auf jeden Fall, wenn man sowas entdeckt. Da steht, ich würde es mal sagen, das Wasser so knöchelhoch, vielleicht sogar etwas mehr. Der Boden ziemlich mit Schlamm übersät. Kein Weiterkommen in dem Fall, nein, das gäbe eine ziemlich feuchte Angelegenheit. Seit den 1960er Jahren liegt die Herdfabrik brach, rostet vor sich hin. Bereits 1871 war hier eine erste Werkstatt. Dann gründet Otto Burkhardt seine einst florierende Herdfabrik. Auch Enkel Gottfried Buob lebt nicht mehr. Nachkommen gibt es keine. Edle Herde auch für Hotels und Gastronomie, keine Massenware. Am Ende machen die wenigen Aufträge die Fabrik unrentabel.
Jahrzehnte verlassen sind solche Anlagen extrem gefährlich, wenn Holz morsch, Metall brüchig wird, Regen durch undichte Dächer dringt, sich niemand mehr um die Substanz kümmert. Das ist auch Jasmin Seidel bewusst. Also direkt jetzt Situationen, wo ich sage, oh Gott, wir wären da fast abgestürzt oder so, gab es nicht. Aber es gab schon oft Situationen, wo man gesagt haben, okay, bis hierhin und nicht weiter. Sie ist dankbar, wenn sie mit Erlaubnis der Eigentümer solche Orte erkunden darf, mit ihrer fantastischen Patina. Also es ist, ich mag das halt total, wenn das so, ich sage immer Schimmel oder was es auch immer ist, Grünspan kann auch schön sein. So faszinierend der Verfall, so schön ist es für Jasmin Seidel aber auch zu wissen, die denkmalgeschützte Fabrik soll als Teil eines neuen Wohnquartiers weiterleben. Irgendwo tief im Schwarzwald. Schon auf dem Weg zu dem verlassenen Haltenhäusle fängt es an. Das Spiel zwischen Licht und Schatten, das Viktoria Übach so fasziniert. Wenn ich diesen verfallenen Eingang sehe, schon einfach wunderbar. Jo. Das Herz schlägt auf jeden Fall dann richtig hoch und allein dieses Moos da schon an den alten Tendeln und ja, der eingekrachte Eingang, das ist so richtig schon mein Ding. Ist halt schon immer interessant. Wenn auch traurig halt, weil die Leute, die leben ja nicht mehr, die hier so gelebt haben. Ist ja lustig. Ist das wirklich jetzt lustig? Den gleichen Wohnzimmerschrank hatten meine Eltern früher. Das sieht ja schick aus. Hier ist manchmal so viel Persönliches drin, dass man sich gar nicht traut, irgendwie da wirklich rumzugucken. Das ist ein Hochzeitsfoto von den Menschen, die hier gelebt haben. Jetzt wird es doch schon persönlicher. Der letzte Bewohner starb vor 25 Jahren. Seitdem steht das Haus leer. Seit 1730 lebten hier Schwarzwälder Großfamilien mit bis zu 10 Kindern. Spurensuche bei minus 16 Grad draußen wie drinnen. Die Wäsche, die ist dann ohne den weiter getrocknet. Hat keiner mehr weggeräumt. Das ist Vergänglichkeit. Ich habe sogar einmal eine Tasse über ein Gebiss gestellt, weil ich gedacht habe, wenn jemand das Lächeln von der Mutter nachher sieht, auf meinen Lost Place Fotos. Sammelsurium eines ganzen Lebens, einem surrealen Gemälde gleich. Viktoria Übach will auf ihren Fotos diese Stimmung festhalten, solange sie noch so existiert. Hunderte solcher Orte hat sie schon besucht. Da kriegt man ja schon mal dieses Gefühl von Traurigkeit oder das ist alles vergangen. Ja, da schließe ich dann die Augen schon mal und gehe so in mich und denke drüber nach, wie es einst gewesen ist hier in so einem Gebäude. Und die Leute am Tisch saßen, gegessen haben. Und ich frage mich auch manchmal, was ist passiert hier, warum. Warum ist das jetzt alles leer und verfällt? Wenn man anfängt, davon zu träumen nachts, dann kann man schon von Sucht sprechen. Ich habe schon oft von irgendwelchen Orten geträumt und
wo ich mich hinterher geärgert habe, dass die nicht wirklich existieren, dass die nur geträumt waren. Oh. Schade. Ein Haarteil. Das sind echte Haare. Bei Wohnhäusern habe ich immer hinterher das Gefühl, dass ich unbedingt duschen muss, direkt. Orte voller Hoffnungen und Sehnsüchte. Marode, melancholisch. Genau das zieht sie in ihren Bann. Ich habe mir schon ein paar Mal vorgestellt, wenn ich mal nicht mehr bin und irgendwelche Leute laufen durch meine Wohnung. Wir sind nur kurz da. 70 Jahre und dann vielleicht 80, 90, wenn man Glück hat. Und danach wächst Gras und Moos über unser Leben.